Die nächste Frage, die uns direkt ins Wiki reingestellt wurde, lautet: Können Inhalte aus einer Confluence-Testinstanz anschließend in eine dauerhafte Instanz übernommen werden? Und die Antwort auf die Frage ist ganz einfach: Ja, können sie. Hier geht es darum, das hat mit Sicherheit ein Kunde von uns gefragt. Wir stellen nämlich unseren Kunden regelmäßig kostenfreie Testinstanzen zur Verfügung, damit die sich Confluence mal anschauen können, ausprobieren können und so weiter. Die haben jetzt offensichtlich angefangen, damit zu arbeiten und da ganz viele Informationen eingestellt und fragen sich jetzt, wenn wir jetzt sozusagen eine Produktivinstanz etablieren, können wir dann die Daten übernehmen? Ja, klar, können sie. Also es ist wirklich ganz problemlos. Gibt es einen Export, gibt auch wieder einen Import in Confluence. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass die gleiche Versionsnummer hat. Aber selbst wenn sie das nicht haben, kann der Import und Export auch durchgeführt werden. Insofern machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ja, Sie können aus einer Confluence-Testinstanz auch Daten übernehmen. Seien sich aber darüber im Klaren, dass Testinstanzen bei uns keine Backups haben. Das heißt, wenn Sie da wirklich relevante geschäftliche Daten einstellen wollen und Ihren Piloten insofern ausweiten wollen, ist es sicher sinnvoll. Sie sollten mit uns allerdings dann dafür sorgen, dass auch Backups durchgeführt werden. Da können Sie es einfach darauf ansprechen. Alles klar, danke, tschüss.